Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Wir werden nun zum Imperator gehen und wir können endlich Darth Vader spielen. Einen, der die dunkle Seite der Macht beherrscht. Bin ich hier? Lord Vader? Tritt beiseite. Ich wünsche, mit dem Imperator zu sprechen. Entschuldigung, Sir. Der Imperator sagte ausdrücklich, nur die Skywalkers in den Thronsaal zu lassen. Ich habe noch nie von ihnen gehört, aber sie müssen hier irgendwo sein. Und was bin ich? Kein Skywalker? Oder wie soll ich das verstehen? Schade, dass ich nicht würgen kann. Der sollte jetzt wohl besser aufhören. Sonst stopfe ich den gleich in eine Müllpresse. Wo waren wir? Unten, ne? Ja. Und plötzlich salutiert er. Ich hatte vergessen, dass wir die Sicherheit hier unten erhöht haben. Schon wieder so eine Tafel. Wo ist der andere Truppler hin? Darth Vader hat ja Probleme. Ja, schlaf du bei der Arbeit. Immerhin komme ich jetzt durch. Rechts, unten, oben, rechts. So. Das sind die imperialen Wachen. Erfülle dein Schicksal. Dir müsste klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird. So wie es dir einst ergeht. Ihr irrt euch. Ich war es, der zugelassen hat, dass die Allianz den Standort des Schutzschildgenerators erfährt. Er ist absolut sicher vor eurer erbärmlichen kleinen Bande. Alle Einheiten Gefechtsformation einnehmen. Jetzt überzeuge dich von der absoluten Überlegenheit dieser voll einsatzbereiten und bewaffneten Kampfstation. Feuer freigegeben, Kommandeur. Das Ding ist funktionsfähig. Gut. Ich fühle deinen Zorn. Strecke mich nieder mit all deinem Hass und dein langer Weg zur dunklen Seite der Macht ist damit zu Ende. Lass deine Aggressionen freien Lauf, mein Junge. Ist ja ein Minikat. Ach, B. So, Darth Vader. Kampf. Was Kampf? Lass dich vom Hass übermannen. So, das wollte ich nur kurz einsammeln. Du hast es bisher nicht über dich gebracht, mich zu zerstören. Und du wirst mich auch jetzt nicht vernichten. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Ich sehe gerade nicht. Ja, jetzt. Ja. Du wirst mich nicht besiegen können. Aua. Hat nicht weh. Hab keinen Schaden bekommen. Au. So viel Zorn. Ich kann ihn schmecken.
fühle das Gute in dir. Und dein Konflikt. Es gibt keinen Konflikt. Okay, ausweichen. Ein leichtes Ziel. Na toll. Ja, ja. Ergib dich der dunklen Seite der Macht. Nur so kannst du deine Freunde retten. Deine Schwester retten. Ja. Deine Gedanken haben dich verraten. Jetzt habe ich dich. Ah, verdammt, ich dachte, ich kann hier rumlaufen und Sachen einsammeln. Ah, wir haben eine Herausforderung. Das rechts da, das rechts. Das dort rechts, dort diese Leiste wurde aber erst sehr spät angezeigt. Kann die Kamera mal aufhören, hier sich so zu drehen? Ach, ich muss mal hier von der Wand weg. Aua, okay, nach hinten komme ich auch nicht. Jetzt bin ich an der Decke. Aua. Okay, geschafft. Hier kann ich auch. Na gut, gerade nicht. Habe ich nicht geschafft. So, und geschafft. Eine Zwillingsschwester. Solltest du dich nicht bekehren lassen, dann gelingt uns das vielleicht mit dir. Niemals! Und jetzt erfülle dein Schicksal und nimm deines Vaters Platz an meiner Seite. Ich werde nie zur dunklen Seite gehören. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Ganz wie du willst, Jedi. Ich habe von euch erbärmlichen Skywalkers nichts anderes erwartet. Es ist vorbei. Ihr habt verloren. Hoch damit. Hoch damit. So. Ja, wir werden sehen. Genug. Ich habe deine Unverschämtheit satt. Drachen vernichtet diese verräterischen Feiglinge. Okay, einen Moment. Jetzt können wir uns hier kurz frei bewegen. Ja, gut. Können wir Luft dadurch oder kann nur der Imperator dadurch? Ach gut, wahrscheinlich nur der Imperator. Hier vermutlich das gleiche. Ja gut, so kommt man auch einfach rüber. Okay, da brauchen wir C3PO. Okay, wir können eh nicht viel machen. Ja, also doch, wir können die Kalbersteine. Dafür versuchen, das geht relativ schnell. Ja, okay, jetzt hier nicht von der Tür zerquetschen lassen. Okay, das kann gar nicht machen. Aua, okay, jetzt riecht's doch langsam mal. Schade, dass ich meine Macht nicht gegen die einsetzen kann. Das muss wohl sehr oft gemacht werden. Außer er kommt es mal runter und schickt nicht immer nur seine Wachen.
die nicht wirklich stark genug sind, um mich zu besiegen. Aua, gut. Hätte ich wohl nicht sagen sollen, jetzt sind sie sauer. Und tot. Ja, komm. Benutze deine Machtblitze. Auf mich. Damit ich sie zurücklenken kann. Soll ich da drin stehen? Was will der von mir? Verteidige dich gegen die... Ah, hier sind ja noch welche. Der wahre Jedi ist ja sehr einfach. Gut, dann können wir hier doch noch mal ganz kurz ein paar Sachen zerstören. Oder auch nicht. Wie komme ich jetzt hierher? Oh, jetzt kommt er runter. Also, ups. Du bezahlst jetzt den Preis für dein uneinsichtiges Leben. Du auch. Und? Ja, okay. Ich habe dich zu dem gemacht, was du bist. Du gehörst mir. Lass dieses trotzige Verhalten. Du bist geschlagen. Du bist gleich geschlagen. Einmal noch. Es fällt dir leicht, nachfrüdig zu werden. Und dir wurde nie der Rang eines Jedi-Meisters verliehen. Luke, hilf mir, diese Maske abzusetzen. Sag deiner Schwester, dass du recht hattest. Ich werde dich retten. Das hast du schon getan. Luke. Reflektorschild deaktiviert. Hauptreaktor des Todessterns angreifen. Wir sind unterwegs. Sicher nicht auf dem Ding, als es hochging. Er war es nicht. Ich fühle es. Naja, ist schon klar. Ich lasse euch mal besser. Es ist nicht so, wie du denkst. Er ist mein Bruder. Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Episode abgeschlossen. Erfülle dein Schicksal, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Ich fand's gerade auch irgendwie ein bisschen schade, dass man den Kern vom Todesstern nicht selber zerstören kann. Dass man das nur sehen kann, in der Zwischensequenz, wie es zerstört wird. Ich kämpfe nicht mit dir, Vater. Ergib dich ganz deinem Hass. Es gibt keinen Konflikt, okay. Ich weiß nicht mal, wie ich die davor geschafft habe. Minikits 1, Charaktere und Schiffe. Lando Episode 6, General. Darth Vader ohne Helm.
Ah, den Imperator haben wir nicht bekommen. Vielleicht schaltet man den ja irgendwann im Laufe des Spiels frei oder in Episode 9. So, gut. Episode 6 ist abgeschlossen. Im nächsten Part beginnen wir dann mit Star Wars, das Erwachen der Macht. Aber dann bin ich hier nun erstmal im Part und dann bis zum nächsten Mal.